Karma. Süßes, süßes Karma. Okay, die Jungs sind offiziell versorgt. Trauzeugin und Braut werden gerade hübsch gemacht. Ich fahr zur Location und kümmere mich da um alles, was schief läuft. Elena, der Lockenstab! Ja, ich sehe ihn, Care. Okay. Ich bin nur ein Mensch, aber nicht blind. Und ich bin nicht zerbrechlich. Du musst nicht so einen Eiertanz veranstalten. Oh, das muss ich wohl. Du kannst nämlich auf einem Ei ausrutschen, dich an der Schale schneiden, eine Infektion bekommen und sterben. Ich sag dir was. Bei meinem Glück ist das durchaus möglich. Und? In der Welt der Lebenden, wie fühlst du dich da so? Ist anders. Ich bin langsamer. Wenn ich über die Straße will, muss ich aufpassen. Aber es ist schön, nicht mehr ein Monster zu sein wie ich, das die Menschlichkeit abschaltet und Morde begeht, statt zu trauern, wie man es normalerweise macht. Ich wollte sagen, nicht immer einen Tageslichtring zu brauchen. Es tut mir alles so leid, Elena. Ich wollte dir damit wehtun, als ich gesagt habe, du wirst mit Damon nie glücklich werden, wenn du kein Mensch bist. Und jetzt bist du einer. Und hoffentlich nicht, weil ich dich hab glauben lassen, dass du sonst bis in alle Ewigkeit unglücklich wärst. Care. Ich wollte wieder ein Mensch sein, seit ich ein Vampir geworden bin. Außerdem, bei mir musst du dich zuletzt entschuldigen, klar? Danke. Ich wollte mit einer leichten Entschuldigung anfangen. Die üble Wiedergutmachungstour. Wenn du Stefan siehst, ich gehe ihm aus dem Weg. Erst muss ich mein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Angefangen bei meinen Freunden. Und Stefan ist kein Freund? Stefan ist kompliziert. Ich halte es für besser, mich langsam an ihn ranzutasten. Da hast du Glück. Er hat genug mit Damon zu tun, schätze ich. Was ist mit Damon? Nichts, er will nur das Heilmittel mit mir nehmen. Damon Salvatore? Ein Mensch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ich habe das Gefühl, er auch nicht. Klar.